Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video dreht es sich um mein Handy. Und zwar mache ich heute den What's on my phone Tag. Ich habe auf diesem Kanal schon mal einen gemacht, aber das war letztes Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich mache dieses Jahr nochmal einen, weil sich einiges geändert hat. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit meiner ersten Seite an. Und zwar, das ist mein Hintergrundbild. Das habe ich auch als Sperrbildschirm-Hintergrundbild. Und das ist halt einfach Emmy und ich, als wir uns bei mir getroffen haben. Ja, Emmy ist meine internetbeste Freundin, falls ihr das noch nicht wusstet. Und auf dieser ersten Seite habe ich halt einfach nichts, weil ich das irgendwie lustig finde. Und ja, falls ihr mal irgendwie wissen wollt, wie das geht, dass man da nichts hat, man kann dann einfach zum Beispiel, wenn man jetzt so Apps quasi löschen will, kann man die halt einfach von der ersten Seite wegschieben. Und dann bleibt die erste Seite halt frei. Das ist ganz lustig. Und ja, dann habe ich hier unten im Dock Snapchat. Das ist halt einfach Snapchat. Da könnt ihr jetzt einfach screenshotten, wenn ihr mich adden wollt. Dann habe ich WhatsApp, YouTube und Instagram. Ich gehe auch mal auf Instagram drauf. Und ja, so sieht meine Seite aus. Ich heiße da Kind of Jessica, falls ihr vorbeischauen wollt. Und ja, dann hier habe ich halt so ein paar Sachen, aber da gehe ich jetzt nicht so lange drauf, weil bei Wetter steht dann mein Ort und so, also wo ich wohne. Dann gehen wir mal auf die erste richtige Seite, sag ich mal. Da habe ich eigentlich die ganzen Apple-Apps und so. Ja, muss ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, oder? Gehen wir mal auf meine letzte Seite. Ich habe das jetzt alles in Ordner geordnet. Und zwar habe ich als erstes den Ordner YouTube. Und zwar habe ich da einmal YouTube-Count drin. Und da sehe ich halt, wie viele Abonnenten ich gerade habe, wie viele Abonnenten ich verloren oder bekommen habe. Mich haben am Donnerstag 3 deabonniert. Ja, oder halt auch, wie viele Aufrufe ich bekommen habe an dem jeweiligen Tag. Und dann sehe ich noch ganz viele andere und so. Und ja, die App ist ganz praktisch für YouTuber oder auch für Leute, die YouTuber verfolgen und so. Dann habe ich YouTube Studio. Und da sehe ich halt so Kommentare und alles. So zum Beispiel jetzt vom Lovely Year Video, was am Donnerstag online gekommen ist, wie viele Aufrufe hat, wie viele Kommentare es hat, wie viele Daumen hoch und Daumen runter es hat. Und ja, dann sehe ich auch die neuesten Kommentare. Und dann kann ich hier auf zum Beispiel Analytics gehen und dann sehen, was für Zuschauer ich habe. Und ja, also da sieht man halt solches Insider-Zeug, sage ich mal. Ja, dann VidEase ist eigentlich das gleiche wie YouTube-Count, nur so ein bisschen anders aufgebaut. Aber das benutze ich eigentlich nicht mehr so oft, weil, keine Ahnung, mache ich halt irgendwie einfach nicht mehr. Ich benutze halt einfach YouTube-Count. Und dann habe ich To-Do, da schreibe ich mir halt solche Sachen auf, die ich machen will. Diese 3 Sachen sind jetzt halt Video drehen, Video schneiden und Video hochladen. Da gehe ich jetzt auch mal nicht drauf. Dann habe ich hier den Ordner Social. Da ist Musical.ly, Telonym, Pinterest, NetTube. Das ist eine richtig praktische App, die es leider nicht mehr im App Store gibt. Aber da kann man sich so Videos runterladen und unterwegs ohne WLAN anschauen. Und ja, da habe ich halt so ein paar Sachen runtergeladen. Und die kann ich dann halt unterwegs anschauen, aber die gibt es nicht mehr zum Runterladen. Aber ich habe sie halt früher schon runtergeladen und so. Dann habe ich Streamer, das ist sozusagen WhatsApp für meine Familie, sage ich mal. Also das ist halt einfach ein sichereres WhatsApp, wenn ich das so ausdrücken kann. Und das hat halt meine Familie und da schreiben wir dann halt, weil die haben kein WhatsApp. Und dann habe ich Countdown, da kann ich zum Beispiel sehen, wie lange ich schon YouTube mache. Das ist jetzt ein Countdown. Und das mache ich schon 6 Monate, 1 Woche, 2 Tage, 10 Stunden, 51 Minuten, beziehungsweise 52 Minuten. Und ja, genau. Dann habe ich Lively von Musical.ly, die Livestream-App. Soll ich mal auf Musical.ly Live gehen? Keine Ahnung, ich habe das früher mal voll oft gemacht, aber irgendwie jetzt nicht mehr. I don't know. Und dann habe ich web.de, das ist halt so ein Mail-Ding. Dann noch Bitmoji und ja, das war es dann auch schon in dem... Hä, warum ist meine Tonaufnahme gerade abgebrochen? Irgendwie ist gerade meine Tonaufnahme abgebrochen. Deswegen muss ich kurz einen Cut machen, damit das wieder alles passt und so. Und dann sind wir bei dem Ordner Pics. Und zwar habe ich da halt so Video oder
Fotobearbeitungssachen, also VSCO ist so für Fotos und um auch. Also da kann man so seinen Instagram-Feed anordnen. Eigentlich benutze ich das gar nicht, aber egal. Dann habe ich Superimpose, das ist so zum Sachen ausschneiden oder so. Also wenn man jetzt irgendwie eine Person hat, dann kann man die halt so ausschneiden. Also zum Beispiel jetzt die Katze. Ja, und dann halt noch das da. Kann man dann so auswählen. Und dann kann man das auch noch bewegen, wie man halt will. Dann kann man jetzt zum Beispiel diesen Pinsel nehmen und dann das so ausschneiden. Und dann ist der Hintergrund halt weg. Und wenn man will, kann man das dann als PNG speichern. Also hat man nur das, was auf dem vorderen Bild ist. Und das, was man davor weggemalt hat, das ist dann halt auch nicht mehr auf dem Bild drauf. Das heißt, man hat einen durchsichtigen Hintergrund. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. iMovie ist eine Videobearbeitungs-App. Die benutze ich eigentlich für meine Tourenseite auf Instagram. Und dann Repix ist auch für Fotos, Fonto ist für Fotos. Die zwei benutze ich meistens für meine Thumbnails, aber nur manchmal mit Repix, eigentlich nur Fonto. Und dann noch Videostar für teilweise Musical.lys. Und dann habe ich hier Games, das sind ziemlich viele. Also ich habe hier MyBoo, das ist sowas wie Poo halt. Dann Wortguru, Zombie Tsunami, i/Heroes oder wie man das ausspricht. Slither.io und halt diese ganzen Spiele könnt ihr ja durchgucken. Irgendwie bricht meine Tonaufnahme die ganze Zeit ab, aber wir machen einfach mal weiter. Dann habe ich hier TV, da habe ich das ARD-Quiz-App-Spiel, was auch immer. Zum Beispiel kommt immer jeden Wochentag so, wer weiß denn sowas, und dann kann man mitspielen und dann kann man halt auch was gewinnen. Ich habe noch nie was gewonnen, aber es macht trotzdem Spaß. Dann Pro7, da kann man irgendwie GNTM oder sowas anschauen. Und dann UFS Control, das ist für den Fernseher, das ist halt quasi auch eine Fernbedienung, oder ich kann darüber auch Fernsehen schauen. Dann Galileo AR, keine Ahnung, habe ich mal so ein Video drüber gesehen und habe ich mir runtergeladen. Dann Kabel 1. Das finde ich nicht so gut, weil da gibt es nicht so viele Sachen, die man auch anschauen kann. Und dann Netflix habe ich halt. Und da schaue ich auch ein paar Serien. Dann für School habe ich einmal so eine Vertretung-App. Dann Schulplaner und iVocabulary. Also die App, also iVocabulary, finde ich mega gut zum Ding lernen, Vokabeln lernen. Und ja, genau. Dann habe ich noch Know, das, den Ordner. Dann habe ich halt so einen Übersetzer, Wikipedia, Google Maps, Wetter, iPhone-Suche, Kompass, Dateien und Deutsche Bahn Navigator. Und ja, das war's auch schon. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch mir gerne ein Abo dalassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Hab euch lieb und tschüss!